Hallo liebe treue YouTuber, ich freue mich immer über diese vielen, vielen, vielen Zuschauer und es motiviert mich total, mir super Ideen auszudenken und passend zum Frühling habe ich heute eine schöne Idee gehabt. Wir hatten jetzt auch schöne Nachtfröste, das heißt die Bäume sind frei von Laub. Das ist ganz wichtig, weil heute zeige ich einen Blumenstrauß, der in einem Weidenring gebunden ist. Hier ist dieser Weidenring. Das ist eine ganz tolle Art und Weise, einen Strauß zu binden. Man kann auch einen Efeuring oder Birkenring, ganz viele Arten. Der Strauß ist im Ring gebunden und im Unterschied dazu, Moment, ich habe ja beide Varianten da frisch gebunden, ist das ein klassisch gebundener Strauß in der Spirale. Ich habe auch kürzlich ein Video im Tulpenstrauß gebunden, da zeige ich auch, wie ein Strauß in der Spirale gebunden wird. Die Infocard, die blende ich dir rechts oben nochmal kurz ein. Ja, das ist klassisch gebunden und meistens ist es so, weil wir haben auch sehr, sehr viele Workshops im Laden schon gemacht. Meistens ist es so, dass Leute, die anfangen, einen Strauß zu binden, den lieber in einem Ring binden. Und wie das genau geht mit diesem Ring, das zeige ich dir. Ich zeige dir auch, wie der Baum aussieht. Das habe ich nämlich ja schon aufgenommen. Hier ist sie wieder, die wunderschöne Weide. Und das Schöne ist, nach einem richtigen Frost sind dann doch fast alle Blätter unten. Das ist so eine Hängeweide. Ich zeige mal den ganzen Baum. Und da kann man so ganz toll diese langen, elastischen Zweige schneiden. Und ich habe dazu ein bisschen Weide mitgebracht. Wie gesagt, bei der Weide sind jetzt die Blätter ab. Das ist super, weil mit Blättern ist das sehr lästig. Gibt auch immer mal ein paar vertrocknete Stückchen. Die schmeiße ich natürlich weg, weil die gefallen mir nicht. Die sind schwarz, die mag ich nicht. Und ich würde von der Weide ruhig so ein schönes Bündel nehmen. Und ich teile diese Weide, ich halte in einer Hand die Weide und teile die in zwei Stränge. Und verwickel die. Ja, dieses Miteinander verwickeln von diesen zwei Strängen, das ist ganz wichtig, weil wenn ich die nur im Bogen lege, dann springen sofort die kleinen Enden raus und dann kommt nicht dieser schöne Ring zustande. Wenn du nicht so fingerfertig bist und das alles halten kannst, dann klemm einfach das eine Ende hier zwischen die Knie und dann kannst du mit zwei Händen die Weide miteinander verweben oder wenn ich dann so ein Stück mal von der Weide miteinander verdreht habe, dann kann ich nach der Größe, dann gucke ich so ein bisschen, wie groß soll der Strauß werden und dann nehme ich so einen Ring und gehe her und muss aber auch wieder die Weide um diesen Ring wickeln ist eigentlich ein guter Begriff. Ich muss erstmal nach den Worten suchen, wenn ich sowas mache. So, weil wenn ich das jetzt nur so nehmen würde, ja, siehst du, dann springen die Stücke raus. Ja, das ist natürlich dann Käse. Das heißt, dieses Verwickeln verhindert natürlich auch, dass die Weidenstücke rausspringen. Lässt sich nicht bei allen verhindern, aber dazu habe ich natürlich wieder gutes Werkzeug, eine gute Gartenschere. Dann werden die Enden abgeschnitten, es sei denn, man will, dass die rausspringen. Ich finde das jetzt ein bisschen viel. Und dann kann ich sehr schön diese Enden abschneiden. Ich habe jetzt einen ganz tollen Ring. Theoretisch könnte ich auch hier schon eine Kerze reinstellen oder ein paar Blüten reinlegen. Und das ist natürlich auch schon eine sehr schöne Deko. Aber heute möchte ich einen Strauß binden. Ich gehe an der Stelle her, wo die Enden ein bisschen rausgucken. Gehe mit dem Draht um diese Weide drumherum und verdrehe den Draht. Der Draht sollte nicht zu dünn sein, das ist ganz wichtig. Das zeige ich dir auch gleich, warum. Und mach das an drei Stellen, drei oder vier Stellen. Man sieht, also trotz Wickeln kommt immer wieder mal ein Stückchen raus. Aber da ich ja genügend Weide genommen habe, kann ich auch auf dieses kleine Stückchen locker verzichten und schneide es dann einfach ab. So, die Basis ist schon fertig. Jetzt kommt so der nächste Punkt, wo die meisten dann fragen, ah, wie mache ich das denn? Ich lege einfach diesen Ring auf den Tisch und die Drähte, die stehen alle nach oben. Und die drehe ich jetzt dann in die Mitte.
So, und ich mache die Stelle, an der ich diese Drähte verdrehe, möglichst tief. Also nicht so weit oben, sondern möglichst tief in diesem Ring, sodass die alle schön zueinander laufen. Und dann nehme ich, also mittig, möglichst mittig, ja, und dann verzwirbel ich diese Drähte miteinander. Ja, ich gehe also in jede Mulde mit einem Finger rein und verdrehe diese Drähte und habe dadurch jetzt schon mal schön diesen schönen Ring. Schön stabil, während meine Hand liegt. Wenn die Drähte jetzt zu dünn sind, dann fällt der Ring nach unten und es nervt. Das ist ziemlich doof. Und jetzt kann ich hergehen und kann mir in diesem Ring einfach ein kleines, ja, mit Grün eine Basis bauen und macht das natürlich auch wieder in der Spirale. Das zeige ich dann gleich noch, wenn ich ein bisschen weiter bin. Im Moment ist es noch nicht so, im Moment sieht man das noch nicht so gut. Ich mache mir diese Grünbasis, weil wenn ich den Strauß im Ring binde, kann ich die Blüten in die Grünbasis ja, quasi reinstecken, dazwischen stecken. Aber auch hier schon füge ich das Grün immer in der Spirale ein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es kann auch mal so eine Efeu, von dem Efeu kann auch mal was schön locker drüber gehen. Wichtig ist bei dieser Grünbasis, jeder, der anfängt, der macht die Grünbasis zu hoch. Das ist der typische Anfängerfehler. Das kann ruhig schön flach sein, weil ich möchte ja die Blumen sehen. Die Blumen sind das Wertvollste und das Teuerste an dem Strauß und nicht so sehr das Grün. Und deswegen kann das Grün ruhig schön flach sein. Ich habe jetzt ganz tolle Frühlingsblüher und Rosen und Ranunkel mitgebracht. Der Vorteil an denen ist, dass die nicht rauswachsen. Weil wenn ich Tulpen nehmen würde, die Tulpen wachsen raus. Tulpen würde ich eher in der Spirale binden, in einem Strauß, wie im vorigen Video gezeigt. Die Infocard blende ich noch mal kurz ein. Das ist dann eine andere Art zu binden. Und da macht es dann auch nichts aus, wenn der Strauß so ein bisschen locker gebunden ist, wenn die Tulpen weiter wachsen. Hier möchte ich aber gern diese schöne kugelige Form bewahren. Und deswegen auch, dann kommt auch der Ring sehr schön zur Geltung. Und in diesem Fall ja, hätte ich gern diesen kugeligen Charakter. Und jetzt kann ich im Grunde genommen, ich halte den Strauß so fest, dass er nicht auseinanderfällt, aber auch so locker, dass ich Blüten einfügen kann. Das ist so, ja, das ist ein bisschen Gefühlssache. Man muss es mal so ein bisschen austesten. Und man merkt auch, wenn man die Stiele reinführt, die Stiele sind jetzt relativ fest. Wenn du Blüten hast, bei denen die Stiele sehr weich sind, dann ist das für den Anfang schwierig. Ja? Auch die Ranunkel, die sind schön knackig, die sind ganz frisch. Die haben ganz tolle, feste Stiele. Man merkt, ich muss mir auch immer so ein paar Plätzchen suchen dafür. Und die sollten auch, und jetzt kommt das Thema, warum das Grün nicht zu hoch sein sollte, weil ich möchte ja vor allem meine Blumen sehen und nicht Efeublätter. Ja. Und auch hier gilt, der Strauß sollte immer mal in der Hand gedreht werden, weil ich kann am leichtesten die Blumen einfügen auf der Seite hier, wenn ich das hier halte, weil hier ist meine Hand offen und man sieht auch hier, es darf kein Blattgrün in der Bindestelle sein, weil wenn Blattgrün in der Bindestelle ist, dann geht der Strauß schneller kaputt. Das ist gar nicht gut. Und das vermeide ich auch. Bei den Ranunkeln zum Beispiel mache ich die Seitentriebe ab. Und wenn du dich auch mal fragst, wie du welches Grün am besten putzen kannst oder wie man das am besten macht, mit welchem Werkzeug, dazu habe ich auch ein sehr schönes Video gemacht, ein Einsteigervideo. Diese Infocard blende ich dir auch nochmal ein, weil das sind die Basics des Blumenstraußbindens. Und das würde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Das ist sehr wichtig, weil davon hängt es auch ab, ob die Blumen gut halten, ob die gut versorgt sind. Das sind eigentlich
die wichtigsten Sachen, weil Blumen sind so wertvoll. Und es ist eigentlich schade, wenn die kaputt gehen, weil sie eben nicht fachgerecht angeschnitten oder nicht fachgerecht versorgt werden. Die Rosenköpfe oder überhaupt die Blumenköpfe, ich fasse die ja manchmal so an, die kann man gut anfassen, wenn man die so von der Seite anfasst. Das ist in Ordnung, aber bei den Rosen oder bei den Blumen nicht von oben. Vor allem manche neigen dazu, die so zu betatschen, sage ich jetzt fast. Ja. Das ist überhaupt nicht gut und je heller die Blüte ist, desto übler nimmt die einem das, weil weiße Rosen bekommen dann nämlich vor allem weiß oder auch gelbe, rosane, die bekommen dann beige Blütenblätter und das sieht dann nicht schön aus und aus beige wird leider auch nie wieder die schöne Originalfarbe. Deswegen, also auch wenn das der Reflex ist, dass man die Blumen gern von oben anfassen will, ich würde es bleiben lassen. Ja, hier haben wir jetzt schon ein schönes Sträußchen. Ich denke, das hat jetzt auch schon ganz toll Blüten. Und der Ring kommt auch noch schön zur Geltung, also nicht zu weit über den Ring rausgehen. Und ich gebe dem Strauß jetzt noch ein schönes Randgrün. Ich habe noch Aralienblätter hier mitgebracht. Die sind auch so, wie wir die bekommen. Die sind natürlich nicht immer so sauber und nicht immer so schön. Deswegen hole ich mal ein bisschen Blattglanz. Und die werden mit Blattglanz ein bisschen hübsch gemacht. Und das macht dann einen sehr, sehr schönen Abschluss. Vor allem, wenn ich den Strauß dann von unten anschaue, was natürlich im Anschluss auch kommt. Das tue ich immer sehr gern. Ich gucke immer die Sträuße von unten an, weil mich einfach immer interessiert, wie die von der Technik her gebunden sind. Bin da immer sehr neugierig. So, hier sieht man auch man kann auch mit einem feuchten Tuch mal drüber wischen. Auf jeden Fall sind die immer so ein bisschen staubig, ein bisschen dreckig, die Aralienblätter oft. Nicht immer, aber oft. Für diesen Abschluss kann man natürlich auch den Kirschlorbeer aus dem eigenen Garten nehmen. Ist immer, immer gut verwendbar. Es muss nicht der gekaufte Salal sein. Es geht auch theoretisch Heidelbeere. Also es gibt viele Grünsorten, die einfach so ein bisschen so feste Blätter haben, weil wir wollen natürlich, dass von unten die Technik gut verdeckt ist, wie so oft. Und man soll jetzt gar nicht so in unseren gebundenen Strauß, von unten braucht man das gar nicht so sehen. Hier sieht man mal, wie das von der Technik gemacht ist. Die Stiele sind alle in diese Richtung. Hier, ja, sieht man, es ist kein Grün in der Bindestelle. Die Blätter sind alle schön gestützt. Das kann auch gern der Kirschlorbeer sein. Der Ring ist gut sichtbar. Ja, das Einzige ist, dass ich den Strauß jetzt noch binde. Die Efeubeere kann man rausnehmen, muss nicht. Ich finde sie ganz lustig. Ich schneide den Strauß jetzt noch auf eine Länge an. Auch hier ist es wieder gut, nicht die Küchenschere nehmen, dass die Stiele nicht gequetscht werden, vor allem weiche Ranunkelstiele. Sollte man auf keinen Fall quetschen. Und die Rosenstiele, die sollten auch nochmal schräg angeschnitten werden, mit einem schönen schrägen Anschnitt. Und Rosen wollen auch immer viel Wasser, dass sie gut halten. Und so, die Rosenstiele, ich weiß natürlich auch, welche das sind. Ja, genau. Dann muss man den Strauß nur noch binden. Schön festbinden ist wichtig, dass der nicht auseinanderfällt. Und rundgebundene Sträuße halten in der Regel deutlich besser als lange Sträuße. Die Blume kann nicht so viel Feuchtigkeit verdunsten und also so ein Strauß hält oft sogar bis zu 2 Wochen. Und festbinden ist wichtig, weil der Strauß sollte so fest sein, dass ich ihn an einem Stiel nehmen kann, was hier der Fall ist. Extra fürs Video, nein, ich mache das immer so. Ja, und es ist jetzt eigentlich fast ein bisschen ähnlich wie der andere, aber das war jetzt mein Video zum Thema Blumenstrauß im Weidenring. Ich wünsche
wünsche dir ganz viel Freude beim Nachmachen, viel Spaß beim Suchen von schönen Weidenzweigen. Vermutlich wirst du an keiner Weide mehr vorbeilaufen. Und die Rosenschere, die sollte dann doch immer im Auto sein. Ich empfehle dir auch diese hier. Ich mache den Bestelllink nochmal in die Beschreibung. Die schneidet super. Ja, dann viel Spaß. Abonniere meinen Kanal, vergiss nicht die Glocke zu aktivieren. Empfehle mich weiter. Ich freue mich über alle Kommentare. Viel, viel Spaß beim Binden, beim Gestalten. Und bis bald. Tschüss!